Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Wassermann, zu deiner November-Energie. Du siehst, ich habe ja schon alle Häuser und auch die Karten schon gezogen, denn ich habe diese ganze Legung schon fertig gemacht. Bis dahin, alle aufgedeckt und so weiter und erzählt. Aber ich habe meine Aufnahme nicht gestartet. Folgedessen habe ich jetzt alles zurückgenommen, habe alles herumgedreht, um dir das jetzt nochmal zu erzählen und das gleichzeitig aufzunehmen. Du kommst in den November in dem Haus der Begeisterung, der Leidenschaft. Also irgendwas Leidenschaftliches kommt in, du spürst einen leidenschaftlichen, aktiven Fluss mit der Tochter. Das heißt, also der Tochter kann Bruder, Schwester, was weiß ich was sein, Freunde. Hier kommt eine leidenschaftliche Aktivität mit einer besonderen Person. Oder mehr Personen, aber lassen wir mal eine Person in dein Leben im November. Also hier wird etwas sehr positiv, etwas aktiv gestaltet. Und zwar, das darf nämlich wachsen. Mehr Gefühle und das auf lange Zeit. Und zwar kann es für den einen oder anderen Wassermann wirklich eine Romanze sein. Denn ich bin hier mit Leidenschaft im aktiven Fluss und die Gefühle wachsen an. Das kann für einige Wassermann eine Romanze sein, die sich hier entwickelt mit einer Person. Muss jetzt nicht weiblich sein, kann auch männlich sein. Davon abgesehen. Es kann aber auch ein Freund, eine Freundin, eine Schwester, ein Bruder sein, die hier mit dir Aktivitäten machen, mit denen du unterwegs bist, mit denen du irgendwas spielst, mit denen du telefonierst, was ich tust, und sich hier eine Festigung der Gefühle eintritt. Dann haben wir das Haus der Gefühle, das ist dieses Haus, wo diese Karte ist. Und zwar liegt uns dann Gefahr und schöne Dinge. Das heißt, du siehst eine, nein, anders. Du könntest eine Gefahr verspüren. Eine Gefahr, alles zu rosarot zu sehen, viel zu schön zu sehen. Die Gefahr, ach, es ist viel zu schön, um wahr zu sein, dass mir das jetzt passiert. Dass diese Person jetzt in mein Leben kommt, dass es so viel Leidenschaft ist. Es ist zu schön, dass Freunde hier wirklich mich unterstützen, mit mir dabei sein, mein Leben auch leben, weil sie die gleichen Interessen haben und so weiter, weil es hier ist der aktive Fluss, der wirklich fließen darf. Es ist aber auch andersrum die Gefahr, dass ich Angst habe, ach, das kann nicht bleiben. Das kann nicht bleiben, das wird alles ganz fürchterlich. Oder ich bin so sehr in der rosaroten Wolke drin, dass ich viel mehr reininterpretiere, wie ist. Also beide Gefahren liegen hier. Und hier haben eben wir das Haus der Gefahr, wo die Karte da liegt. Und da haben wir Energie und der Benachteiligung. Das heißt, vielleicht fokussieren wir uns auf eine besondere Person im November oder ihr fokussiert euch auf eine besondere Person und lauft Gefahr, andere zu vernachlässigen, deine eigenen schönen Dinge zu vernachlässigen. Das ist nur eine Gefahr und die kann jetzt positiv, negativ sein, die kann richtig oder falsch sein. Das ist etwas, was du einfach siehst und so wie es ausschaut, nicht recht weißt. Was ist jetzt richtig? Also ja, dass du ein bisschen mit dir, entweder es ist zu schön zum wahr zu sein, dass du Angst hast, das könnte alles wieder kaputt gehen, oder du bist zu sehr in Illusionen, dass du alles viel schöner ist und oder viel schöner siehst und mehr Gefühle reininterpretierst, wie da sind. Beides ist hier möglich. Ist aber nur eine Gefahr, muss gar nicht sein. Dein November geht weiter im Hobby, das tue ich gerne, und hier liegt die Transformation und das Gedankenmachen. Das heißt, das, was du gerne tust, auch mit anderen Personen, leidenschaftlich, darf sich jetzt ein wenig wandeln. Vielleicht ganz was anderes, vielleicht die Einstellung dazu anders. Oder, das ist ein Hobby, das sind Aktivitäten, die man hier mit Personen oder mit einer Person macht, je nachdem, mit dem Umfeld macht, Familie, kann alles sein. Und das fängt sich an zu transformieren, was ich aber sehr positiv sehe, denn hier liegt ein großer Zeitraum. Das, was du jetzt änderst, wird lange Zeitraum bleiben, also sehr lange bleiben. Du wirst Freunde gewinnen, Freundschaften werden sich neu entwickeln, neue Gefühle werden sich entwickeln, neue Einstellungen, vielleicht auch miteinander neue Hobbys, neue Sichtweisen. Wie gesagt, bei einem oder anderen Wassermänner ist es hier eine Liebschaft, die auch sich entwickeln darf, die Gefühle sich festigen darf, auch wenn du hier immer noch Gefahren siehst und so weiter, aber hier tut sich etwas im Gefühlsleben, im Freundesleben, im weitesten Sinne mit
Partnerschaft, Freundschaft, Liebe, Kollegen, alles, was irgendwie ein Zusammen, mehr Menschen zusammen sind, die irgendwie unter freundschaftlichen Gefühlen zusammen sind oder mehr, darf sich hier wirklich festigen und entwickeln. Wir haben dann das Haus, das heimt und also das kleine Umfeld, was damit natürlich auch zu tun hat. Und da liegt der Sohn drin, also auch von Heim, von der Familie, vom nahen Umfeld, kommt hier eine neue Entwicklung, weil man eben Glaubenssätze, Glaubenerwartungen auf einmal auch erkennt und sieht, auch die bei anderen sieht. Und hier haben wir den neuen Lebensweg. Du darfst hier vieles verabschieden und neu annehmen. Das heißt also, wir sehen hier Glaubenssätze, die uns betreffen, die anderen betreffen, die Freundschaft betreffen, alles, was ich verkehrt gesehen habe. Und all diese Zweifel, die hier kommen, kannst du im Laufe des Novembers abhaken. Du siehst auf einmal klar, du siehst deine Freundschaft, die hier wächst und wirklich stark ist, ob jetzt Liebe oder nicht Liebe, ob Kollegen oder nur Freundschaft, vollkommen egal. Hier kommt was sehr Starkes, entwickelt sich für lange Zeit in dein Leben und du darfst die ganzen Gefahren und Glaubenssätze, die damit verbunden sind, wirklich verabschieden. Dann haben wir, von außen kommt auf dich zu Belastung und Nerviges, also von außen wirst du eine Belastung sehen und die hat mit offiziellen Sachen zu tun, keine Ahnung. Vielleicht kommt das Finanzamt und sagt, du musst ja irgendwas machen oder irgendwas anders, du musst ausziehen. Irgendwelche offiziellen Sachen nerven und blockieren momentan auch. Du denkst darüber nach, wie du es ändern kannst, aber es wird nicht gleich gelöst werden können. Also das wird ein bisschen bleiben, wird sich aber wahrscheinlich im Laufe des Monats auflösen, denn hier liegt Ende, hier liegt vorbei. Belastungen Ende. Und hier haben wir Fokus auf die Angst. Und zwar, du. Von außen wird dir die Angst noch gezeigt oder und das Außen hat auch den Fokus noch auf die Angst. Diese Belastungen können natürlich mit Freundschaft zu tun haben und mit Familie zu tun haben, die hier sehr, sehr vordergründig liegen. Kann aber auch ganz was anderes sein, dass du eben diese ganze Entwicklung dir ein bisschen schwer tust, weil du den Fokus ins Außen hast, auf Belastungen, Ängste, auf offizielle Sachen. Aber du siehst, auch das endet, dann kannst du den Fokus hier wieder reinmachen, wo der hingehört. Im November, deprimiert und mutlos, kippt sich in ein neues Leben, weil dieses Ende gilt für da und gilt für da. Das heißt, hier kommt eine neue Ordnung und da liegt wieder Familie und Heim und der Sohn drin. Das heißt, diese neuen Freundschaften, diese alten Freundschaften, die jetzt gefestigt sind oder, bringen auch ein neues Leben, Festigung in deinen. In deinem Sein, in dein Denken und dann haben wir wieder Familie, Menschen aus deinem Umfeld und dann haben wir Berufung und Lösung. Das heißt auch, dass deinen Umfeld wirst du immer mehr und mehr Lösungen sehen, bekommen. Du denkst um, du wirst dir sicher, du entwickelst Freundschaften, du gehst auf Freundschaften zu, Menschen kommen auf dich zu und das alles entwickelt sich sehr, sehr positiv und bringen dann Lösungen, obwohl von außen schon noch Probleme auf dich zukommen, die nicht gleich zu lösen sind. So, und jetzt schauen wir mal. Wir haben hier die Leidenschaft der Gefühle, die sich hier lange Zeit entwickeln und mehr entwickeln. Und da liegt auch wieder mehr drauf. Also dieses Haus mehr ist dieses Haus. Das heißt, hier kommen wirklich tiefe, tiefe Gefühle und auch die dir Sicherheit geben. Dann Empfindungen in Gefahr hatten wir schon. Es ist die Bestätigung, das ist eine Manipulation von Glaubenssätzen und so weiter, die hier im Laufe des Novembers abgegolten werden. Rausgehen, Unsicherheiten der Energie und Zweifel. Ja, also du siehst, hier entwickelt sich etwas sehr Positives, sehr Gefühlvolles, was wirklich Bestand hat, aber du bist immer ganz, ganz viel im Zweifel, denn das ist die Entwicklung nun im November, dass man diese Zweifel rausbringt in jegliche Freundschaft, in jegliche Beziehung. Das tue ich gerne, die Transformation im Außen, aber auch in Verbindung mit Freunden ist eine Entscheidung und das wird auch immer mehr und mehr Entscheidungen werden. Es werden offizielle Entscheidungen, es werden Verträge geschlossen, es werden neue Vereinbarungen geschlossen und so weiter. Das darf sich dann als Hobby, als Freizeit auch entwickeln. Und ich darf verabschieden und annehmen, auch mit der Familie. Also bei dir siehst du selber, du hast hier ganz viel Familie, viele Freunde. Also alles, was dich allein betrifft, da kommen neue Verträge, neue Abmachungen und diese Zweifel dürfen komplett rausgehen, die da noch immer wieder aufploppen, weil ich eben Glaubenssätze habe und so weiter, weil ich Gefahren sehe. Von außen Belastung, die ein Ende haben,
Angst und Fokus, das ist online. Das heißt, mit der Zeit wird sich ein Datenaustausch ergeben. Gleich jetzt nicht, aber im Laufe des Novembers wirst du diese Blockaden lösen können und auch beenden können, weil hier ein Datenaustausch kommt. Und das kann jetzt ganz was anderes sein, was dich einfach belastet. Das kann was weiß ich, irgendwas mit Geld oder Arbeit zu tun haben, was mit dem überhaupt nichts zu tun hat, aber es wird dich belasten. Aber das heißt, hier von außen kommt das zu und es wird sich im Laufe der Zeit auflösen und in eine neue Ordnung gehen, in einen Objekt. In einem Projekt, vielleicht kommt von außen ein Objekt auf dich zu, ein neues Projekt auf dich zu, wo du dann wirklich neu anfangen kannst. Und hier zum Schluss kommst du in den Mut und in die Kraft und in absolute Stärke. Du siehst hier durch deine Entscheidungen zu dir zu stehen, deine Gefühle neu zu sortieren, diese Kraft und Stärke in dir zu spüren, kommt alles wieder in den Fluss. Es darf hier wieder anfangen zu fließen in deinem Leben. Diese Manipulation in Zweifel, in deinen Gefühlen, was Freundschaften, Familie und so weiter betrifft, dürfen ja rausgehen und hier werden auch neue Verträge geschlossen, die früher manipuliert haben oder aus einer Manipulation entstanden sind. Die dürfen jetzt neu, sich neu entwickeln. Diese Verträge dürfen neu, dein neuer Freund werden in der Familie durch eine Entscheidung und das ist eben ein Objekt. Sprich, keine Ahnung, mein Sohn hat ein Auto geleast, was ich bis jetzt zahle und ich fühle mich da hier, bla bla bla. Wir reden drüber, finden wieder zueinander und regulieren das neu, dass es jeder zufrieden macht und so weiter. Also hier wird etwas sehr Positives in Familien- und Freundeskreis passieren und du siehst auch, der Zweifel geht raus. Deine Familie, dein Umfeld, deine Freundschaften bringen dir unwahrscheinlich viel Kraft und Lösungen in dein Feld. In der Mitte liegen die Verträge, also hier geht etwas, kommen neue Abmachungen, kommen neue Entscheidungen durch dein Denken, durch deine Entwicklung und alles unter den Überbegriff Freundschaft, Gefühle. Ich will auch Liebe sagen. Hier liegt es nicht Liebe, aber hier liegen sehr viele Gefühle, viel Leidenschaft. Das kann Freundschaft, Liebe und alles Mögliche sein. Aber sehr tiefe, sehr große Gefühle bringen hier einen sehr positiven Schwung in deinem November und du kommst immer mehr und mehr zu dir und dein Leben wird sich ein bisschen ändern, weil es auf neue Standbeine steht. Weil es auf der Standbeine steht, ich kann mich auf meine Familie verlassen, ich kann mich auf meine Freunde verlassen, ich bin geliebt und so weiter. Und dadurch wird sich dein Leben wandern durch deine Entscheidungen, es jetzt anders zu sehen und deine Unsicherheiten rauszuschmeißen, die alten Glaubenssätze zu verabschieden. In diesem Sinne, lieber Wassermann, ist das eine wunderschöne Legung, freue ich mich für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen November. Vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen. Jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst für dich selbst. Oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne,
wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.